Die Gemeinde Groß-Hartau hat die Förderzusage für den Hortneubau bekommen. Wie die Sächsische Zeitung unter Berufung auf Bürgermeister Jens Krause berichtet, wurde für das Vorhaben eine 95-prozentige Förderquote aus dem Braunkohlestrukturfonds bewilligt. Anstelle des früheren Gemeindeamtes, das zuvor abgerissen wird, entsteht demnach ein zweigeschossiger L-förmiger Neubau. Das Gemeindeamt war um 1850 erbaut worden und diente zunächst selbst als Schule. Derzeit befindet sich hier noch die Bibliothek. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 4 Millionen Euro. Die Abrissarbeiten sollen in den Winterferien 2025 beginnen. Anfang 2026 starten die eigentlichen Bauarbeiten. Für Ende 2026 ist der Einzug der Kinder aus der gesamten Gemeinde Groß-Hartau vorgesehen.